Dog Scooting ist die neue Trendsportart für Hundebesitzer. Die Vierbeiner kriegen den optimalen Auslauf, während Herrchen und Frauchen absolut entspannt hinterherrollen. Trainerin Gabi Dietze erklärt die neue Trendsportart. Dog Scooting ist eine Sparte vom Zughundesport, ja, wo die Hunde an einer Zugleine im Zuggeschirr vor solch einem Gefährt vor dem Roller laufen können. Kommt aus dem Schlittenhundesport. Ja, Spaß haben nicht nur Huskies oder europäische Schlittenhunde oder Rennhunde da dran, sondern auch ganz normale Familienhunde. Mit dem speziellen Roller können Hund und Herrchen locker 20 km/h erreichen. Da will Kontrolle also gelernt sein. Deshalb gibt es besondere Befehle für das Tier. Und auch das Equipment ist besonders. Die Roller haben geländetaugliche Reifen, hydraulische Bremsen und einen Abstandshalter. Allerdings kostet der Spaß gute 600 Euro. Dafür hat man am Ende des Tages aber mit Sicherheit einen glücklichen und ausgepowerten Hund.